Es ist Sommer, was bedeutet, dass bald die Sommerferien auch wieder ein Ende haben und dann das neue Schuljahr bzw. das neue Unisemester beginnt, für die meisten von uns zumindest. Und ich weiß, die meisten genießen den Sommer wahrscheinlich gerade sehr und fragen sich aber auch, wie sie im neuen Schuljahr extrem durchstarten können, weil ja gerade in einem neuen Schuljahr die Motivation noch ganz oben ist und man sich überlegt, wie man sich eben im neuen Schuljahr extrem verbessern kann. Und da seid ihr heute definitiv auf dem richtigen Video gelandet. Ich werde euch nämlich einige Dinge erklären, teilen, zeigen, die ich öfter gemacht habe, beziehungsweise die ich sehr wichtig finde oder auch sehr hilfreich finde, wenn man sich im neuen Schuljahr verbessern möchte. Das ist alles kein Muss, also ihr könnt auch ein hervorragendes Schuljahr haben, ohne diese Sachen zu machen, aber ich finde, sie haben mir mein Schulleben damals in der Abiturzeit gerade extrem vereinfacht. Also jetzt viel Spaß bei den ganzen Tipps und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Grundschulzeit, als man sein erstes Hausaufgabenheft hatte und dort angefangen hat, seine Woche ein bisschen zu planen und direkt die Hausaufgaben immer einzuschreiben. Irgendwie geht das später in der Schule so ein bisschen verloren, dass man eine Art Hausaufgabenheft hat. Aber ich habe dann in der Oberstufe wieder angefangen, ein Kalendersystem zu etablieren. Also zu gucken, wie ich meine Hausaufgaben planen möchte. Und hatte beispielsweise lange das System, dass ich das alles in meinen Kalender einschreibe. Also ein Time-Blocking-System. Dazu habe ich auch schon ein paar Dinge erzählt. Das heißt, man nimmt sich einfach seinen Kalender und blockt direkt die Zeiten aus. Also sagt wirklich, okay, von 14 bis 16 Uhr mache ich die Hausaufgaben. Und so weiter. Und aktuell habe ich das System jetzt in der Uni, dass ich in meinen Apple-Notizen einfach so eine Notiz habe mit Montag bis Freitag und da einfach direkt aufschreibe, was ich machen möchte, was ich machen muss, weil ich das sehr gut finde, da man dort sehr flexibel die Aufgaben noch umändern kann und irgendwie alles auf einen Blick hat. Und ja, ich kann da nochmal in Detail reingehen, falls ihr das irgendwann wissen wollt. Aber generell der erste Tipp ist, überlegt euch ein Kalendersystem oder ein Planungssystem, mit dem ihr alles auf einen Blick habt und wisst, wann ihr Dinge erledigt haben müsst. Denn ohne das kann es sehr gut sein, dass man Dinge mal vergisst. Denn wir alle haben nur begrenzt Speicherplatz hier oben und können uns nicht alles merken. Und wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich sicherlich irgendwann mal eine Hausaufgabe oder mal einen Test vergessen. Die zweite Sache, die man etablieren kann, jetzt im neuen Schuljahr oder Semester, ist Spaced Repetition. Das ist eine Lernmethode auch aus meinem Buch übrigens, aus meinem Buch Bestnoten ohne Stress. Und zwar eine sehr zentrale. Zusammen mit Active Recall ist es eigentlich so, dass Ding, was alle Study-YouTuber immer erzählen und euch immer vermitteln wollen. Auf der Seite ist das eigentlich, kann ich es euch auch mal gleich zeigen. Das ist nicht sehr schön, das immer so visuell nochmal zu sehen. Auf Seite 71 in meinem Buch zeige ich euch nämlich die Vergessenskurve. Diese Kurve demonstriert, wann wir eine erlernte Sache wieder vergessen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier einen neuen Fakt gelernt haben, seht ihr hier, wie schnell wir diesen Fakt auch wieder vergessen. Und dann müssen wir eine Wiederholung einplanen, sodass wir ja wieder hier oben bei 100% ankommen. Und mit Hilfe dieser Kurve könnt ihr ermitteln und planen, wann ihr Stoff wiederholen müsst, um euch diesen Stoff langfristig zu merken. Da gibt es ganz coole Apps und Programme, wie zum Beispiel Anki, die diese Spaced Repetition Methode auch benutzen in ihrem Karteikartensystem. Mehr dazu auch in meinem Buch. Das würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr plant, langfristig für Klausuren oder für Tests zu lernen und nicht das alles irgendwie einen Abend vorher zu versuchen, sodass ihr rechtzeitig vorbereitet seid und euch nicht in der Klausurenphase so stressen müsst. Dritte Sache ist, überlegt euch ein Notizsystem. Also findet vorher heraus, wie ihr im Unterricht oder in der Vorlesung oder in der AG oder Seminar, wie auch immer, mitschreiben wollt. Ich habe mein System auch immer wieder geändert, also gerade in den unteren Stufen hatte ich immer ein Blatt Papier und Hefter für jedes Fach. In der Oberstufe hatte ich dann ein iPad, habe da immer so handschriftlich mitgeschrieben, dann irgendwann habe ich in der Uni angefangen mit zu tippen eher und mittlerweile habe ich das System, dass ich einfach nur noch Mindmaps erstelle tatsächlich, also mir alles, wenn ich was höre, in Mindmaps visualisiere, sodass ich weiß, wie die Dinge verknüpft sind. Und ich finde, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ihr müsst aber herausfinden, was für euch am besten passt, damit ihr dann auch in der Schule wirklich gut mitschreiben könnt und nicht zwischendurch irgendwie merkt, okay, das passt für mich doch nicht. Und jetzt muss ich irgendwie den ganzen Stoff von den letzten Wochen irgendwie nochmal anders aufbereiten. Also überlegt es euch vorher. Versucht doch gerne schon mal vorher, weiß ich nicht, vielleicht das auszuprobieren und dann wird es in der Schule oder im Semester dann viel einfacher für euch. Außerhalb von den normalen Lernmethoden haben mir auch noch ein paar Produktivitätsmethoden und Strategien geholfen, mich besser in der Schulzeit und noch jetzt in der Uni zu organisieren und ja auch ein bisschen weniger gestresst zu fühlen. Und zwar ist eine Methode, die ich auch vor einigen Jahren schon öfter erwähnt habe, ist das Brain Dump. Ich habe mir oder mache mir aktuell jeden Sonntag eine Liste mit Dingen, die gerade in meinem Kopf sind und die mich irgendwie stören. Also oftmals haben wir Aufgaben, die uns ein bisschen stressen, weil wir sie aufschieben oder andere Dinge, die im Leben gerade so passieren, die dann einfach die ganze Zeit im Kopf rumschwirren und irgendwie im Hintergrund sind und wir sie aber immer doch merken und deswegen nicht ganz auf eine Aufgabe konzentriert sein können.
Und dann mache ich immer am Ende der Woche einen Braindump. Also schreibe einfach all diese nervigen Dinge, die mir im Kopf sind, auf. Und dann stehen da so Dinge drauf wie, ja, Mathehausaufgaben, aber eben auch, keine Ahnung, noch einen Kuchen backen für einen Geburtstag. Und dann denke ich mir, ja, okay, keine Ahnung, nochmal eine Steuererklärung und bla bla bla. Und alle Dinge schreibe ich auf. Das ist keine To-Do-Liste, das ist nichts, was ich abarbeiten muss. Das ist einfach nur für mich zur Beruhigung, dass ich weiß, okay, alles steht jetzt mal da und ist eine Übung für mich, um mich so ein bisschen zu beruhigen und runterzukommen, weniger gestresst zu sein, weil ich jetzt weiß, alle Schwierigkeiten, Herausforderungen und blöden Sachen, die mich gerade stressen und nerven, sind auf dem Papier und daraus kann eine To-Do-List werden oder ich lasse einfach da und gucke da dann erstmal die nächsten Tage nicht drauf. Man weiß, ich habe diese Dinge aufgeschrieben und die sind da erstmal safe und ich kann sie jetzt erstmal kurz vergessen, wenn ich in die neue Woche rein starte und mich auf andere Dinge konzentrieren möchte. Dann würde ich euch ebenfalls empfehlen, schon vor dem Beginn des neuen Schuljahres oder des neuen Semesters eure Lernumgebung zu sortieren und aufzuräumen. Ihr merkt vielleicht, bei mir stehen ziemlich viele Sachen gerade noch rum. Ich habe mir auch vorgenommen, noch vor dem neuen Semester ein bisschen auszusortieren, damit ich wieder hier alles perfekt stehen habe und vor allem nur das stehen habe, was ich wirklich brauche. Denn es ist so eine enorme Ablenkung, wenn man so viele Sachen auf seinem Schreibtisch hat, die man gar nicht braucht. Zumindest ist es für mich eine sehr große Ablenkung und deswegen versuche ich halt, alles clean zu halten, dass ich, wenn ich lernen möchte, auch nur die Sachen habe, die ich brauche, damit ich mich nicht ablenken kann und konzentriert bleibe beim Lernen. Und was ich jetzt gemacht habe in der Uni, was in der Schule vielleicht nicht ganz so einfach ist, glaube ich zumindest, ist schon das neue Semester ein bisschen vorzubereiten. Also ich habe schon geguckt, was für Kurse ich belegen muss, habe mir schon meinen Stundenplan mehr oder weniger zusammengestellt. Ich habe mir schon Ordner erstellt für jedes neue Fach, habe schon ein bisschen angefangen, mir dazu Dinge anzugucken, so grundsätzlich gucken, was für Lehrbücher, was für Fallbücher, also ich studiere Jura, kann ich vielleicht brauchen für das nächste Semester, um mich da einfach schon so ein bisschen sicherer zu fühlen und zu wissen, wenn ich jetzt ins neue Semester starte, weiß ich schon ungefähr, was auf mich zukommt und bin ich so ganz lost, dass ich die ersten 2-3 Wochen quasi verschwende, weil ich erst reinkommen muss und dann, ich weiß, ich habe jetzt schon das, was ich konnte, bereits organisiert. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welcher Tipp euch geholfen hat oder was ihr noch machen würdet vor dem neuen Schuljahr. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, eventuell auch noch mein Buch zu lesen für mehr Infos zu den hier genannten Sachen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag noch und vor allem viel Erfolg im neuen Semester oder im neuen Schuljahr und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann!